Im Kreistag bin ich auch noch der Umwelt- und Energiereferent. Habe dann noch darüber hinaus sehr viel APO, also politische Engagements. Und zwar haben wir ja hier in Fürstenfeldbruck das Brücker Land Solidargemeinschaft bei der Bauernquelle. Ja, also so diverse Nachhaltigkeitsorganisationen beim Bund Naturschutz bin ich natürlich, wo ich auch im Sinne vom Klimaschutz und Nachhaltigkeit tätig bin. Jetzt vielleicht zum Landkreis. In den 90er Jahre ist da einiges passiert, wo man schon mal nachgedacht hat, wie lange reichen die unterschiedlichen Ressourcen und so weiter. Und man ist ja ziemlich bald dann ja, auf den Trichter, sag ich jetzt mal, gekommen, dass die Energie eine sehr wichtige Rolle spielen wird. Also und vor allem die fossile Energie, die ja, das hat man ja dann langsam gemerkt, endlich ist. Und die auch dazu beiträgt, ja, CO2 auszustoßen und damit das Klima beschädigt und kaputt gemacht wird. Wir haben dann mit den ganzen Initiativen damals auch versucht, Energie, ja, Wende zu beginnen oder alternative Energien zu nutzen. Und der Kreistag hat eine Resolution beschlossen, einstimmig damals schon 2000 beschlossen, dass man versucht, die Energiewende innerhalb 30 Jahren hinzukriegen. Also das heißt, weg von den fossilen Energien hin zu den regenerativen Energien. Ende der 2010er Jahre hat man dann gemerkt, man muss irgendwo mal auch ein System reinbringen. Und dann haben wir uns im Kreistag entschlossen, ein Klimaschutzkonzept zu erstellen. Ja. Es sind im Landkreis schon über 1000 Dächer mit Photovoltaik belegt. Und jetzt sind gerade wieder durch unsere Aktion 250 im Anmarsch. Also wir haben nie gedacht, dass diese PV-Kampagne, die jetzt gerade läuft, so stark, also ich habe gedacht, in jedem Ort werden da 10, 15 Leute kommen. Im Gegenteil, also 70, 80 Leute in Bruck haben wir 20 heimschicken müssen. Also es ist großes Interesse da, dass man da autark wird, dass man eine Initiative im Volk, eine Volksbewegung da erreicht, die das Klima wieder in den Griff kriegt. Ja. Es gibt jetzt zwei Bewegungen hier im Landkreis. Einmal der Kreistag hat in seiner letzten Sitzung beschlossen, dass ein Jugendkreisrat eingerichtet wird. Also der soll jetzt im Mai schon starten. Und wir von Ziel 21 haben jetzt auch die Gymnasien einmal angeschrieben, um die Schülermitverwaltungen einzuladen. Wir müssen einfach miteinander reden, wie diese Initiativen jetzt kanalisiert werden, sage ich jetzt ganz technisch. Wir haben schon einige Fachbereiche, so nennt man das bei uns die Arbeitsgruppen, wo Jugendliche natürlich auch mitarbeiten könnten. Also ich könnte mir vorstellen, dass junge Leute vor allem im Bereich Energieeffizienz, also Umgang mit der Energie, sehr kreativ sein können. Also das merken wir bei Bildungsmaßnahmen in den Schulen. Da gehen die Kinder heim und machen den Kühlschrank auf und sagen, ist das jetzt schon einer, der sehr energiearm ist und so weiter. Also da erziehen oder du sollst jetzt auch einmal eine LED-Lampe reintun, weil du nur 10% vom Strom brauchst und so. So können die Kinder ihre Eltern auch erziehen und möglicherweise auch in den Kommunen Bewegungen erzeugen, die dann die Bürgermeister und die Gemeinderäte ein bisschen auf Vordermann bringen. Also, wir müssen da vielleicht mal überlegen, wie unsere Gesellschaft gestrickt ist. Also, wenn man mitkriegt, wie viel Geld ausgegeben wird für Werbung oder wie viel Werbung konsumieren wir jeden Tag, also ob das in Fernsehzeitung oder
Plakaten und so weiter ist. Und wer macht bei uns in Deutschland die Gesetze? Also das, wir sagen, das funktioniert demokratisch, indem wir wählen und wir setzen da oben welche hin. Es ist anders. Also es sitzen in den Ministerien Leute, die sogenannten Lobbyisten, die Vertreter von großen Konzernen, von großen Wirtschaftsverbänden sind, die beeinflussen die Gesetze. Und das ist also mal das, wie unsere Gesellschaft gestrickt ist. Wie kann man es verändern? Entweder durch Katastrophen, die wollen wir aber in dem Fall jetzt nicht haben. Also die haben wir jetzt im Energiesektor gehabt mit Tschernobyl und Fukushima. Aber hier müsste man schauen, dass man möglichst ohne Katastrophe aus... Oder was heißt, wir haben eigentlich schon jährlich Klimakatastrophen, aber wir müssen jetzt schauen, dass man von unten, also dieses System kann man eigentlich nur von unten verändern. Und am besten zeigen das jetzt die Schüler. Und die werden jetzt was verändern, wenn man ja nach Helfer. Aber wir müssen langsam schauen, dass man die Kinder auch irgendwo mit integrieren in unseren Alltag, dass man diese Energie, die jetzt da einbringen, die muss, ja, kanalisiert habe ich zuerst schon mal gesagt, die muss umgesetzt werden und die muss den Politikern aufs Brot geschmiert werden. Also, und dass das funktioniert, das zeigt jetzt dieses Volksbegehren und also dass wirklich Demokratie von unten noch funktioniert.